wie augenscheinlich zu sehen ist, ist das ein landwirtschaftliches Gebäude, das im Vollbrand steht. Wir hatten 3 Personen im Gebäude, die aber alle gerettet werden konnten, unverletzt. Das Haus steht im Vollbrand. Wir sind auch mitten im Löscheinsatz. Als nächstes wollen wir jetzt versuchen, das Dach zu öffnen. Das Problem ist, wir haben hier Wellblechbedeckung und darunter ist noch eine alte Pappschicht. Das müssen wir jetzt erstmal aufmachen und dann weiter sehen, wie wir weiter vorgehen. Die Bewohner sind mittlerweile untergebracht bei den Nachbarn oder werden rettungsdienstlich versorgt. Während sind wir hier mit Mahne und Meldorf, jeweils mit einer Drehleiter und weiteren Löschfahrzeugen. Dann haben wir weiter Kronprinzenkoog, wir haben hier die Feuerwehr Friedrichskoog, Trennewurt und Volsenhusen. Wir haben schon eine anstrengende Nacht hinter uns. Wir sind seit gestern 18 Uhr, haben wir Gerätehaus besetzt, wie alle Wehren hier im Amtsgebiet. Und hatten auch, jede Wehr hatte auch diverse Einsätze. Also wir waren die ganze Nacht unterwegs und haben auch schon einige Ausfälle von Kräften durch Erschöpfung.